Herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo von eurer Miyuki. Hallöchen, meine lieben Zuschauer. Ich sitze gerade hier nur im Flur, weil ich möchte einfach nicht in meinem Zimmer sein, weil es momentan ein bisschen warm ist und auch wegen den Axolotl und wegen dem Hamster habe ich mir gedacht, machst du das mal kurz so, dann muss ich auch keine Softboxen anmachen. Und der ganze Dritt geht, wie im Titel oben schon gesagt, um den neulich verstorbenen Hachiko. Er ist plötzlich von uns gegangen, einfach so. Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Er war halt erst 4 Monate alt, viel zu kurz. Ich habe ihn gerade richtig handsam gekriegt. Er kam auf meine Hand. Ich wollte am liebsten den nächsten Hamster-Tagebucheintrag drehen. Jetzt geht das aber nicht mehr. Muss ich überall RIP hinschreiben, weil er ja jetzt verstorben ist. Er war schon im Freilauf gewesen, aber habe ich nie zusammengeschnitten und habe ich ja noch nicht hochgeladen, weil ich ihm jetzt seine Zeit geben wollte und dass das alles so passiert ist. War schon ganz schön heftig, aber nichtsdestotrotz, Leute, ich werde noch Videos drehen. Man muss sich damit abfinden, wenn man Tiere hat, dass die einfach sterben. Auch aus so unerklärlichen Gründen. Das ist halt das Schlimmste, wenn man ein Tier hat. Und wie gesagt, die Zelda könnte jetzt einfach sterben, der Pero könnte jetzt einfach sterben, die Axolotl könnten einfach sterben. Das ist halt so. Und das muss man sich auch einfach mal in Gedanken ziehen, wenn man Tiere hat. Ja, und es wird hier gerade so dunkel und es ist sehr warm. Und natürlich trauere ich. Es ist auch jetzt ganz komisch, weil es jetzt wirklich auch still in meinem Zimmer ist, weil weder Zelda radelt noch so viel, weil sie ja extrem alt ist. Und der Hachi hat ja wenigstens noch geradelt und das ist jetzt die Tage so komisch. Und ich werde euch versichern, dass ich mir einen neuen Hamster hole, weil das ist für mich einfach... Ich trauere die ganze Zeit, wenn ich dann in das leere Ding sehe und dann muss ich immer an ihn denken. Und ich habe ja auch nichts mehr, also wirklich, um daran weiter zu... um daran weiterzuarbeiten und irgendwie fehlt mir jetzt was und ich habe ja fest damit gerechnet, jetzt noch die nächsten 3 Jahre was zu haben und dem ist nicht der Fall. Ich weiß nicht, warum das Thema hier ist. Da geht immer was an. Ich hoffe, euch stört es nicht, dass da unten jemand rumläuft, aber ja, und ich habe halt damit so fest gerechnet und das geht jetzt nicht und ich habe halt gedacht, boah, da hast du wenigstens noch einen Hamster jetzt nach dem Abi und vielleicht im Studium und das ist einfach nur scheiße. Und deswegen könnt ihr euch darauf einstellen, dass ich werde mir auf jeden Fall einen Hamster holen. Aber ich werde jetzt auch wieder keinen aus der Zoohandlung holen oder so. Also Leute, überhaupt nicht. Warum habe ich wieder gesagt? Keine Ahnung. Ich werde mir gar keinen, also ich werde mir einen Hamster holen. Ich werde auch wieder einen retten. Entweder von der Hamsterhilfe oder ich werde jetzt auch mal vielleicht Internet gucken, ob jemand Tiere abzugeben hat oder dringend eins zu Hause sucht. Vielleicht, wenn ich... Finde ich erwartet in den nächsten Wochen, vielleicht aber auch in den nächsten Monaten. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Aber bitte schreibt da nicht, ja, du willst ihn wieder nur ersetzen. Natürlich will ich ihn auf eine Art ersetzen, aber es ist halt so. Leute, die einen Hund haben, der verstorben ist und die richtig ihr ganzes Leben mit Hunden zu tun haben, die kaufen sich dann auch einen neuen Hund. Nicht um den zu ersetzen, weil der im Herzen bleibt, weil es halt einfach so ist. Ne? Das Leben des Tieres ist vorbei, aber eures nicht. Und das muss nicht bedeuten, dass ihr kein neues Tier in eurem Leben mit einschließen könnt. Und deswegen, ja, ich hoffe, vielleicht kriege ich wieder einen Teddyhamster. Ich weiß es nicht. Ich gucke auch Goldhamster, aber auf jeden Fall wird hier ein weiterer Hamster dann auf dem Kanal sein. Was kann ich aber noch nicht genau sagen. Und hat uns alle sehr getroffen, dass er jetzt verstorben ist. Mich vor allem. Und ihr habt es ja alle in dem... Video geschrieben. Es ist jetzt hier gerade auch total unprofessionell und ich glaube einfach nur und ich sehe auch gerade nicht besonders, das ist ja auch egal. Es geht hier um die Informationen. Danke Leute, dass ihr dabei wart. Ich werde jetzt auch weiter filmen. Jetzt wird auch am Samstag der YouTuber Day sein, also der XXL Tuber Day im Moviepark. Da bin ich auch und dann werde ich auch nichts von meiner Trauer oder so anmerken lassen, weil das muss jetzt erstmal absacken. Und somit ist dann alles erledigt. Leute, danke für alle eure herzlichen Beileid und Genugtuung, die ihr mir alle geschrieben habt. Also danke, dass ihr da mit mir diese Trauer teilt und dass wir da alle zusammen sind. Das ist schon eine Bestärkung. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Video von eurem Miyuki wieder. Dann will ich einfach mal sagen, ciao.